Gestalte deine Fahrzeuge mit verschiedenen Mitteln. Farben, Felgen, Designs, Aufkleber, Folien und Nummernschilder. Du hast die Wahl. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Vorgegebene Farben? Okay. Mit verschiedenen Effekten sieht man hier bei den Rot ganz gut. Das ist eher so... das ist eher so ein mattes und das ist so Hochglanz. Schwarz, Blau oder wir haben ein Farbrad. Hochglanz, Metallic, Seidenmatt, Matt. Seidenmatt klingt auch interessant. Wir machen uns mal ja so einen dunkelroten. Wie soll der dunkelrot sein? So ist okay. Einfach mal irgendwas vorführen. Felgenfarbe. Ist das Rot dann rot? Sieht doof aus. Das Goldige sowieso. Und das Weiß ist einfach mal weniger weiß als das Grau. Und das Schwarz, das ist auch nicht schwarz. Ja, dann lassen wir es einfach grau. Streifen. Sieht bei dem Porsche Cayman eh nie schlecht aus. Welche nehmen wir denn? Einfach so doppelte Rallye-Streifen? Nee. Und das sieht auch nicht wirklich gut aus. Wir nehmen mal die hier. Achso, die kosten auch Speedpoints. Nee. Das ist ja doof. Decals wollen wir nicht. Folien und Lackierungen. Also vorgefertigte Designs. An sich ganz gut, weil die Decals, ich kann ja mal hier zeigen, die sind echt. Ah, man kann nicht mehr machen. Man kann die nur einfach dreimal draufkleben auf allen Seiten. Fertig. Nicht schön, aber selten. Sobald du Speedpoints sammelst, kannst du Upgrades kaufen, die die Leistung deines Fahrzeugs verbessern. Und dazu hat sie auch noch nicht viel mehr zu sagen, weil wir noch keine Speedpoints haben. Das ist deine Karte von Redview County. Hier siehst du andere Fahrer und offene Events und kannst deinen Startpunkt auswählen. Fürs Erste starten wir einfach hier draußen. Genau. Tun wir den mal. Hier starten. Einen anderen Wagen seitlich zu touchieren ist ein Slam-Treffer. Und wenn wir den richtig von der Straße drücken... Mit freier Fahrt. Rechts auf dem Bildschirm siehst du die vorher ausgewählte Speedlist. Erfülle die Ziele, um dein Training abzuschließen. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links im Bildschirm Easy Drive auswählst. Los geht's. Los geht's, okay. Wird das erste sein, wo wir hinkommen, bestimmt ein Rennen? So, ich vermute mal, ja. Ob wir links oder rechts fahren, hier sind Rennen. Fahre einfach zum Startpunkt und drücke die Taste. Du kannst ein Event jederzeit starten, sogar wenn du von den Cops verfolgt wirst. Achte nur darauf, langsam zu fahren, um nicht am Start vorbeizurasen. Du kannst auch Kopf-an-Kopf-Rennen starten, indem du an einen anderen Fahrer heranfährst und dieselbe Taste drückst. Was eigentlich sehr geil ist, wenn wir halt in einer Kopfverfolgung sind, nebenbei noch ein Rennen zu starten, weil wir noch nicht genug Trouble haben, kommen dann halt noch Mates von hinten und laden uns zu einem Rennen ein. Ja, nice. So, mal ordentlich Nitro reinhauen hier. Ist gar nicht. Ich glaube, der Porsche, der hat sich ganz gut gelenkt. Ja, mehr schlecht als recht. Durch Driften und ich weiß nicht, ob Windschatten auch, generieren wir halt wieder neues Nitro. Apropos, gab es jetzt hier eigentlich eine Schwierigkeitseinstellung? Ich habe jetzt gar keine gesehen. Das ist doch so ein Wagen, mit dem müssen wir gar keine Handbremse ziehen, um zu driften, ne? Der hat ein sehr gutes Handling. Ach Mist, ich habe vergessen, wenn ich ins Pausenmenü gehe, das Spiel läuft weiter. Sehr seltsam, wenn man offline spielt, dass das Spiel eben nicht pausiert wird. Wenn man online spielt, kann ich es verstehen. Weil halt der andere Spieler da nicht dann mit ins Pausenmenü geworfen werden. Aber ich wollte eben zum Beispiel gerade die Musik etwas leiser machen. Geht nicht. Hast dein erstes Ziel erfüllt? Für jedes Ziel bekommst du Speedpoints und erhöhst den Multiplikator oben auf dem Bildschirm. Deine Fahndungsstufe steigt ebenfalls. Je höher sie ist, desto stärker versuchen die Cops, dich zu stoppen. Die Cops haben dich gefunden. Nichts wie weg.
Cops jagen dich und versuchen dich mit allen Mitteln zu stoppen. Erwischen sie dich, verlierst du deine Speedpoints und den Multiplikator. Fahre schnell und nutze die Minikarte links unten auf dem Bildschirm, um die Cops abzuhängen und zu entkommen. Jetzt erst beim Let's Play von Watch Dogs gesagt, dass ich so Verfolgung hasse und immer meide. Und dieses Spiel ist einfach dafür gemacht, verfolgt zu werden. Ich meine, darum geht's in dem Spiel. Zum Teufel! Die Fluchtanzeige unten auf dem Bildschirm zeigt deinen Fortschritt an. Holt der Cop während dieser Zeit auf, geht die Verfolgung weiter. Nee, der holt nie auf, glaub mal. Bei Most Wanted hätte man jetzt sich irgendwo hingestellt, den Motor ausgemacht, fertig. In der freien Fahrt kannst du gegen jeden in Review County antreten. Fahre hinter sie oder warte auf eine Herausforderung. Drücke dann die Taste zum Starten. Den müssen wir nur noch entsuchen. Natürlich. Der ist ja gar nicht weit weg. Oder? Nee. Oh, was? Ich hatte schon Angst, es war nicht gut, den zu fordern, weil er eben so weit weg war. Und dann ist das Rennen einfach mal auf der anderen Seite. So, das sollte doch kein Problem sein. Ich meine, es ist immerhin das Tutorial. Ich habe es eigentlich auch ganz gern, wenn es eben abgesperrte Strecken sind oder Schlauchlevel. Hier muss man halt viel auf der Karte gucken oder wie der halt eine Abkürzung nehmen, die auf der Karte gar nicht eingezeichnet ist. Aber man muss immer aufmerksam sein. Das ist nicht einfach. Der fährt zum Beispiel oben lang, das ist wieder nicht eingezeichnet bei mir auf der Map. Er fährt da einfach. Und ich, wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, den geht halt nicht so gut. Ist ja Jacke wie, wir sind Erste. Und da ist das Ziel. Perfekt. Du hast die Speedlist absolviert. Fahre zurück zum Versteck und sichere Speedpoints. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Verstecken, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen. Achso, ich kann es ja Easy Drive nutzen. Genau. Events nicht, GPS, nächste Versteck. 0,8 Kilometer, das ist okay. Sollen sie wegnehmen oder sollen sie lassen werden? Weil das ja noch ein Tutorial Run ist. Achso, das war ja in der Kurve. Gut schreiben natürlich. Die lasse ich doch nicht liegen. Erfolg freigeschaltet, Kontoeröffnung. Du kannst nur nach Redview County springen. Dein Danke. Beendet. Wähle eine Seite und nimm den Kampf gegen deine Rivalen auf. So, eigentlich möchte ich ungern Racer spielen, weil die Cops einfach nervig sind. Wenn man als Cop spielt, rennt man keine Gefahr, eben von hinten gestresst zu werden. Wir können es natürlich wechseln. Wir werden erstmal als Cop starten. Wir können dann im Menü nämlich immer in der Unterkunft dann wieder zum Racer wechseln, das ist gar kein Problem. Damit eben auch ein bisschen Abwechslung entsteht. Okay. Was passiert hier? Ich wünschte, es würde weitergehen. Suche Spiel zum Teilnehmen. Ach ja, der sucht uns ja jetzt eine Online-Lobby mit anderen Spielern. Und was da auch sehr stresst, wenn halt der Host dieses Spiels, also es ist wirklich ein Spieler, der das Spiel dann hostet, abschmiert, offline geht, sonstiges, dann wird das Spiel pausiert für alle. Ganz egal, ob man gerade im Rennen ist oder in Verfolgung.
Das Spiel wird pausiert für alle, es wird ein neuer Host gesucht und so weiter und so fort. Das habe ich einmal gehabt. Es hat bestimmt 3-4 Minuten gedauert, bis ich dann das Rennen fortsetzen konnte. Warum macht man sowas? Ich habe eigentlich mal die Wahl auszuwählen, ob ich offline oder online spielen möchte. Kapitel 1. Erster Einsatz. Nur zwei Kategorien von Menschen fahren so schnell. Korps und Kriminelle. Oft werden wir beschuldigt, unnötig Gewalt anzuwenden, weil ab und zu einer in der Mauer landet. Aber ein fairer Kampf kümmert uns nicht. Wenn wir das Licht einschalten, müssen wir gewinnen. Sonst glauben die Leute, wir können sie nicht schützen. Im Endeffekt sorgt Angst für Respekt. Und wer die undankbare Masse gefährdet, die wir beschützen, auf den gehen wir los. Mit allem, was wir haben. Hier fängt es an. Ich finde es so hart, wie dieser Cop immer spricht. Jetzt geht's los. Schert sie einfach nicht, wenn da einer stirbt, etc. Hauptsache, andere werden geschützt. Was haben wir hier? Wir können jetzt nämlich auswählen zwischen quasi einer Questreihe. Als Streife, Undercover oder Enforcer. Sammle 5000 Speedpoints in einer einzigen Session. Bronze bei Schnelleinsatz. Nutze eine Werkstatt. Auch 5000 einer Session. Bronze bei einem Event, also das ist ganz egal. Und einer Werkstatt. Jetzt geht's los. Oder ein Interceptor. Eine Werkstatt und 5000. Einsatzbereit. Was könnte man denn jetzt hier? Wen könnte man besiegen? Jetzt geht's los. Jetzt zum Beispiel noch keinen Rekord, dann nehme ich das mal. Hier 38 Minuten, das kriegen wir hin.